Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Lava irgendwas. Ich habe keine Ahnung, es ist ein Informationsvideo mit dem Slay. Yo, Leute! Hallöchen! Hi! Einige haben sich ja beschwert, dass er total nerven würde, und damit ich euch auf den Sack gehe, mache ich das natürlich jetzt richtig. Nein! Einige haben gesagt, sie mögen ihn ganz gerne, und er hat gesagt, oh, ich möchte auch mal ein bisschen Let's Plays machen, und deswegen macht er jetzt erstmal mit. Er ist einer von vielen, die gesagt haben, sie wollen mitmachen, und einer der ersten, der nicht abgesprungen ist. Ich freue mich total. Warum sollte ich abspringen? Ich habe eh viel zu viel Freizeit. Das war mir bewusst. Wir haben ein paar Nachrichten. Und zwar, die neue Person, die ich jetzt vorgestellt habe, die wird gleich ein bisschen was zu seiner Person halt mal ein bisschen labern. Blablabla, bla, bla, damit ihr sie erstmal ein bisschen besser kennen, sie ihn erstmal ein bisschen ja, besser kennenlernen könnt. Du mich auch. Des Weiteren, was jetzt den Kanal angeht, haben wir eine neue Konsole dazu bekommen, und zwar die PlayStation 3. Die müssen wir jetzt noch einstellen und du bist unfähig dazu. Wieso unfähig? Hab's nicht gemacht. Habt auch ein ganz spezielles Spiel vor. Zu Let's Play, deswegen werde ich mich erstmal von der PlayStation fernhalten, bis ich dieses Spiel bekommen habe dafür. Das ist das erste, was ich machen will. Und apropos Spiele, kommen wir auch gleich schon zum dritten Informationspunkt, den ich hier auf der monströsen geilen Liste hier habe. Man erkennt nämlich nichts daran. Weißes Blatt Papier. Genau. Neue Projekte, wie gesagt, stehen am Manne. Des Weiteren habe ich ja jetzt die Shiro, Kuro und den Slay kennengelernt, und das sind halt so ein paar Cosplayer mit dabei. Ich werde mich mit ins Gelände schmeißen und ein paar Veranstaltungen mit denen durch die Gegend laufen, und wir machen daraus wahrscheinlich auch ein paar Real-Life-Let's Plays, in denen ihr mir mal in die Kommentare schroten könntet, was wir so auf Conventions halt spielen könnten, wie zum Beispiel Wenn ich du wäre von Joko und Klaas, das könnte man machen. Oder halt, wir suchen uns halt dort, wenn da Spiele angeboten werden, dass wir da mitspielen oder sowas, dass wir da halt auch ein bisschen was mitmachen, ein bisschen was zeigen. Eventuell, wenn wir andere Yu-Gi-Oh!-Spieler sehen, ein, zwei Yu-Gi-Oh!-Duelle auf der Convention. Ja, das könnte man mal machen. Ja, natürlich. Meine Idee ist eine gute Idee. Deine Idee ist eine super geile Idee. Und was auch Schnauze, Pfeffer! Was jetzt passieren wird, ich werde, also Naruto, habt ihr gesehen, ist komplett beendet, das ist aber das nächste Let's Play, steht schon aus. Was wir vorhaben, ist auch erstmal so ein Let's Play Together. Let's Play Together, und zwar erstmal Skyrim, wo er sich mit ein bisschen besser auskennt. Das werden wir immer, jeder spielt, also wir werden immer eine Stunde spielen, und jeder von uns hat dann eine halbe Stunde davon den Control in der Hand, je nachdem wie wir halt das jetzt lustig sind. Das wissen wir jetzt noch nicht so ganz, das wollen wir uns noch genau überlegen. Wenn wir damit fertig sind, wollen wir das mit Dark Souls machen, wo ich dann eine Runde mal kaputt. Ich hab's verkacken. Alter, ich kann Dark Souls auch kein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Die Videos beweisen es, Alter. Du kannst es immer noch besser wie ich. Ja und? Skyrim ist ja auch nicht schwer, ne? Da gehst du haust einmal drauf. So. Was ist schon wieder für Bullshit, Lava? Ich weiß, ich liebe es. Jetzt auch eine traurige Nachricht mit dazu. Ich werde Viva Pinata erstmal pausieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt erstmal keinen Nerv zu, weil dort nicht wirklich viele Aufgaben mehr sind. Es passiert nicht mehr viel. Ich weiß nicht, was ich die ganze Zeit machen soll. Ihr habt ja auch keinen großen Spaß mehr dran. Das sehe ich ab und zu an den Klicks, weil normalerweise hört es für euch wenig an. Normalerweise haben meine Viva Pinata bis zu 15 Klicks immer so in den Dreh rum. Was für mich eine Menge Zahl ist. Aber zurzeit haben sie nur auch 2, 3, 1, 0. Und es macht euch keinen Spaß mehr so richtig. Mir macht es erstmal keinen Spaß. Ich werde es jetzt pausieren. Ich weiß noch nicht, wie lange. Ob ich jetzt einen Monat pausieren werde oder ob ich jetzt ein zweites Let's Play halt lang. Also sprich, ich mache immer zwei Let's Plays. Immer ein Haupt und dann halt Viva Pinata als Let's Build nebenbei. Und dadurch, dass ich jetzt aber halt noch immer zwei machen will,
von mir aus werde ich das wahrscheinlich dann ein zweites Spiel jetzt playen. Und bis das dann das zweite Spiel fertig ist, dann kommt wieder Viva Piñata. Das muss ich nochmal gucken, wie ich lustig bin. Vielleicht wirklich auch eine Monatspause oder sowas. Es ist halt nichts mehr zu tun da und das ist ein bisschen langweilig. Aber ich habe noch nicht alles entdeckt und das ist halt scheiße. Das ist ja voll nervtötend. Keine Ahnung, ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Ah! Ich habe mir aber sein Let's Play teilweise angeguckt. Du hast nicht 115 Folgen angeguckt. Nein, ich habe gesagt einige, nicht alle. Und ja, es wird ein bisschen hellhörig sein, diese Wohnung. Warum? Weil das alles so scheiß Regenwände sind. Und weil die Wände so dünn sind. Ja, warum sind die Wände dünn? Keine Ahnung. Wir sind umgezogen. Ja, er hat es natürlich verkackt. Ja, natürlich. Da müsst ihr euch gewöhnen, Leute. Nein, wir sind umgezogen. Ungezogen, verstehst du? Wir sind umgespielt und ungefilmt, der Typ. Ja, genau. Das ist ungezogen, obwohl es auch... Umgezogen. Du bist umgezogen. Nein, wir sind umgezogen. Du bist umgezogen und ich wohne hier nur halbtags. Ich bin umgezogen mit der Shiro und dem Kuro. Die beiden werden weiterhin nur als Gastauftritte bedienlich sein. Irgendwann, wenn dieser Kanal boomt, dann sind sie wahrscheinlich so toll drauf, dass sie dann noch mitmachen. Scheiß Rotzenbengel, Alter. Nein, war lieb gemeint. Ja, genau. Wir haben sie ganz toll lieb. Ja, er wird aber trotzdem mitmachen. Er ist halt nur Wochenende einmal hier und ja gut, er kann natürlich ab und zu auch mal... Ich wollte gerade sagen, ich muss ja auch so unter der Woche vorbeikommen, wenn wir aufnehmen wollen. Richtig, und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das machen. Ich muss halt jetzt wirklich arbeiten, ich bin ja wieder am Machen, am Tun. Hab meistens halt nur Frühschicht, das heißt von 6 bis 2. Es wird trotzdem regelmäßig was kommen. Ich werde dann wahrscheinlich dann halt, während ich an der Arbeit bin, die Videos hochladen. Und während ich zu Hause bin, anfangen die Videos zu rendern und blablabla. Hört sich dann ein Plan an. Machen wir so. Ansonsten werden Kuro und Shiro ab und zu mal ein Auge drauf werfen, wegen ja, Rendern und so ein Scheiß. Dann werden die wahrscheinlich das auch mal ein bisschen machen. Diese Katzen machen mich gerade nervös. Ja, weil das Katzen sind. ja, und die neue Wohnung, wie gesagt, da kommt noch ein Special-Video zum Umzug. Zeige ich jetzt schon Bilder oder mache ich das? Nein, das machen wir in einem extra Video. Machen wir extra Video. Umzug haben wir speziell und es ist zu 80%, sage ich jetzt mal, fertig. Meine ganzen Sachen sind fast fertig. Da fehlt nur noch ein Brett. Regal, was ich dran nageln müssen. Dann ist es feste, dann ist es fertig. Dann kriege ich jetzt noch einen neuen Computerschreibtisch und ich werde mir noch einen Computer noch dazu holen. Damit ihr euch da auch gefasst machen könnt. Also es kommt ein komplett neuer Computer, der aber hier als Let's Play-Type fungieren wird. Also könnt ihr euch da schon mal drauf gefasst machen, dass das mega sweet wird. Und von dem da werden jetzt auch mehrere Videos dann kommen, wo ich dann mal wieder ein bisschen... ich hole einen riesen Burnout halt. Wo ich mal wieder ein paar Commentaries mache. Ich habe nämlich auch so ein, zwei Themen, die ich da wieder am Start habe. Die ich wieder am Start habe. Und dann, meine Damen und Herren, sind Katzen. Ja, die sieht man jetzt nicht. Die Katzen beobachten uns, Leute. Scheiß Katze. Talentfrei. Ich wollte die Katze packen. Ja, das waren so zu meinen Labereien. Und jetzt kommt er und wird ein bisschen was über seine Person halt sagen. Wenn er will, halt seinen richtigen Namen, wenn er nicht will, dann halt nicht seinen richtigen Namen. Ich habe zum Beispiel, ich glaube, das ist auch meinen richtigen Namen nicht hergegeben. Von daher ist mir das auch egal. Okay, er stalkt. Nee, also ich bin der Slay, meinen richtigen Namen verrate ich euch nicht, weil ich habe sogar Freunde, die den nicht kennen. Und ich mag meinen richtigen Namen auch nicht unbedingt. Aber Piep ist auch ein schöner Name. Nein, ist es nicht. Ich mag meinen Namen auch nicht. Gut, ja. Zu den Projekten, die ich vorhab, eventuell ein bisschen Karrieremodus bei FIFA, so einfach nur spielen und dabei ein bisschen drauf rumlabern. Dann das Let's Play Together Skyrim habe ich geplant und sonst noch so ziemlich gar nichts, weil ich noch keine Ahnung habe. Ist halt auch das erste Mal, dass ich sowas jetzt konkret mache. Ja, wie ihr hier seht, ich bin so Eishockey-Fan von Kassel, also von Kassel Huskies. Schleichwerbung! Aber Schleichwerbung!
Wir kriegen kein YouTube-Money. Oder hast du das verschwiegen? Nee, ja, ich bin jetzt fast 20. Ich habe am 11.8. Geburtstag. Ich mache eine Ausbildung zum technischen Produktdesigner. Ja, schweres Wort. Bin da jetzt ab Sommer, also jetzt ab August dann im zweiten Lehrjahr. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, Leute, ich sag's euch. Ja, ich bin nebenbei noch viel auf Conventions unterwegs. Japan-Tag ist bei mir immer dabei. Konnichi, weil das ja bei uns ganz in der Nähe ist. Apropos, wir möchten jetzt gerade mal, ich habe nämlich nachgefragt, ich möchte jetzt gerade mal eine kleine Werbung freischalten. Und zwar hier, wling, kommt jetzt die Adresse von Kampf. Haben wir hier stehen. Ich möchte mal jetzt so eine kleine Werbung draus machen. Ah. Kassler Anime Fantreff. Ich mach Anime das. Manga Fantreff. Kampf steht hier. Kassler Anime und Manga Fantreff. Genau. Ich muss das wissen, ich arbeite da. Freue mich nicht für dich. Ja, er ist da ein bisschen, wenn ihr ihn mal persönlich dann kennenlernen wollt, er ist immer da und macht die Eintritts und sowas und dann macht er hier und da ein bisschen was. Ich werde gucken, ob ich vielleicht auch mich da reinschmeiße. Ich weiß es halt nicht, wegen der Arbeit ist immer ein bisschen blöd. Es ist jetzt kein Cosplay-Bereich oder ein sowas in der Art. Es ist einfach wirklich nur ein Treffen von den Kassler Nerds und Umgebung. Richtig. Und ich war jetzt einmal da. Wir waren morgens früh sind um 8 Uhr losgefahren. Ja, weil du so früh los wolltest. Ja, weil ich so früh los wollte. Nee, wir sind um 9 Uhr losgefahren. Ach, ja, sind wir um 9 Uhr losgefahren. Ich war trotzdem eine Stunde zu früh. Ich wollte eigentlich das, mein komplettes Cosplay halt anziehen und ich dachte, das wird ein bisschen länger dauern. Aber dadurch, dass ein Teil gefehlt hat, habe ich es nicht angezogen. Jedenfalls waren wir dann da um 10 Uhr waren wir reingegangen? Sind wir reingegangen? Wir sind um 10:30 rein. Also aber wir waren um 10 da. Wir waren um 10 da. Und haben wir das noch eineinhalb Stunden Fat Party gemacht. Und? Fat Party. Klar, im Auto. Und dann sind wir bis 11 Uhr abends da gewesen. Die Zeit ging für mich rum wie im Flug. Wirklich. Schöne Sachen. Man kann da was verkaufen, man kann da was kaufen. Es gibt Bring and Buy ist nur jedes zweite Mal. Nur jedes zweite Mal? Ja, nur jedes zweite Mal. Verdammt, ich wollte was mitnehmen. Egal. Und es gibt halt so eine kleine, auch ein Spielzimmerchen, wo man halt dann PlayStation, Wii oder was man sich alles da jetzt, was die halt ranschaffen können, steht dann dort richtig zur Verfügung. Wir haben dann, normalerweise haben wir auch einen Training Cup Room, da drin kann Pokémon gespielt werden, Magic, Yu-Gi-Oh!, wo ich halt mit für zuständig bin. Wir haben hin und wieder kleine Yu-Gi-Oh! Turniere, die sehr gut besucht werden. Ja, was haben wir noch? Wir haben abends das, was ich komplett alleine leite, wo ich sehr stolz auf mich bin, Schleim. und zwar Werwolf. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich hab auch mal Erzähler gemacht. Ja. War voll gut. Eventuell kommt dazu dann nochmal ein Real-Life-Let's Play. Oh, ja. Aber das müssen wir dann natürlich erst mit den ganzen Mitspielern abklären, ob die darauf Bock haben. Ja, das ist ein professioneller Kanal. Wir fragen die Leute, ob sie mitgefilmt werden wollen. Und wenn sie sagen, nö, dann müssen sie entweder ausgeblendet werden oder sie dürfen nicht. Oder wir lassen es einfach. Alter, wenn eine Person sagt, nö, ich möchte nicht aufgenommen werden, dann wird die ja wohl mal eine Runde aussetzen wollen. Ja. Also. Chef hat gesprochen. Gut, ja, du bist 20 Jahre alt, du bist auf Convention, bist dort vertreten und sowas. Ja, was gibt's noch zu nett? Ja, womit ich mit einem Spiel angefangen habe. Ich habe mit Rollenspielen angefangen. So Jack und Dexter habe ich gerne gespielt. Ich habe auch früher sehr gerne Harry Potter für die PlayStation 2 gespielt. Online spiele ich ja hin und wieder mal ohne League of Legends. Ich habe online auch schon sehr viele kostenlose MMORPGs durch. Nostale und wie sie alle heißen. Mädchen habe ich auch mal gespielt. Ja, ich habe Mädchen gespielt. Ich sag nichts dazu, ich hab Barbie Roller Let's Play. Ich sag dazu nichts. Gut, er sagt dazu nichts, finde ich auch gut. Ja, eventuell kommt so nächste Woche oder so nochmal ein 25-Fakten-Video über mich, wo ich dann ein bisschen mehr auf eine Person eingehe, auch wenn es nicht viel Interessantes gibt. Wir machen 25-Fakten-Video, je nachdem. Das können wir mal als Abo-Special oder sowas mal drehen. Vielleicht. Blablabla. Katze! Die Katze ist gerade in meiner Tasche. Meine Tasche, Katze. Jawohl, aus. Ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob der Sky noch was zu sagen hat. Ich habe Fuß auf meinem T-Shirt. Es gibt eins mal Father Gang T-Shirt. Oh, yeah. Ja. Wir sind natürlich auch, das kann ich jetzt mal so sagen, also wir sind jetzt
wo wir jetzt demnächst vertreten sind. Achso, Cosday in Frankfurt. Cosday in Frankfurt am 19. diesen Monat. Und am 20.07. sind wir auf der Doja-Ku. Auf der Doja-Ku in Dortmund. Am 2.08. ist dann wieder Kampf. Am 2.08. ist Kampf. Und ich bin jedenfalls, so viel ist schon mal sicher, auch nächsten Monat in Köln. Hä? Auf der Gamescom. Ah, da war ich schon seit 3 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Da muss ich mal wieder hin. Gamescom muss ich gucken wegen Geld, aber wenn, bin ich auf jeden Fall auch mit am Start. Und ich glaube, das können wir mal alles in die Videobeschreibung. Wir schrotten es in die Videobeschreibung. Wir schrotten es in die Videobeschreibung. Obwohl es wahrscheinlich keine Sorge interessiert, dass wir da sind. Wir machen es trotzdem. Ja. Duh. Vielleicht werden wir ja mit dem Video so bekannt, dass uns auf einmal ganz viele Fangirls hier haben. Ja, auf jeden Fall. Alter! Was? Was will ich denn mit Fangirls? Ich will knallharte Jungs, die mit mir über das Spiel labern. Oder auch Mädchen, die knallhart mit mir über das Spiel labern. Hey, Fangirls haben auch was für sich. Was? Hey, Angels? Fangirls haben auch was für sich. Boah, Junge, guck mal auf die Abo-Zahl. Ich weiß nicht, was du dir jetzt von diesem Kanal erhoffst. Ich weiß selber, dass du nicht so viele Abos hast, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, aber was ist denn mit Fangirls? Ja, keine Ahnung. Ach ja, und vielleicht habt ihr meine Fotos schon öfter in seinen Videos gesehen oder in einem Apple World Pictures Video. Ja, ich hab den einmal gesehen, das war voll cool. Und er wusste, er kennt mich und er wusste auch nicht mehr, wer ich bin. Das war so geil, ich habe ihn ja in Kassel in der Comic-Galerie gesehen und da habt ihr das Let's Play mitgesehen, das Let's Play. Habt ihr gesehen, wenn nicht, dann guckt jetzt nach. Wir packen es in die Videobeschreibung. Wir haben ein paar Minuten Zeit. Okay, zu spät. Und da haben wir ihn halt getroffen und blablabla, haben uns mit ihm halt so rumgedödelt und sowas. Und dann habe ich irgendwann zu Hause, habe ich dann Tagesvideo gesehen von Apple World Picture auf irgendeinem Treffen und da war meine hässliche Fratze. Da habe ich ihn gesehen, wo Chan vor dem Tisch saß und dann kam er da hin, wollte ein Autogramm und sowas. Und ist die Kamera ganz kurz vorbeigeschwenkt. Ich gucke, what the fuck? What the fuck? Man sieht sich im Video sogar öfter. Keine Ahnung, jedenfalls. Aber das andere sieht man mich schon ganz so weit am Rand. Und ja, ich habe auch, ja. Aber ich bin eigentlich eine eher uninteressante Person, abgesehen davon, dass ich bei Apple War und jetzt hier bin. Nein, bei Apple War bin ich in dem einen Video. Aber ich freue mich hier auf die Zusammenarbeit mit dem Sky. Wer weiß wie lange. Was soll das denn jetzt heißen? Nee, ich freue mich auch endlich mal einen Kameraden auf diesem Kanal zu haben. Es wird von jedem von uns allerhöchstens immer 2 Einzel-Let's Plays geben. Und diese eine Stunde Dauerzocken-mäßig, das werden wir wahrscheinlich dann gucken. Wie ein, zweimal die Woche. Ja, wenn überhaupt, so einmal die Woche, weil es immer ein Stundenvideo ist. Und wenn halt so ein Video kommt, kommen halt keine anderen Videos. Also weder von ihm noch von mir, weil das halt wirklich ein Stundenvideo ist. Da habt ihr genug von unseren Stimmen gehört. Sind euch genug auf den Sack gegangen. Richtig. Wir werden das wahrscheinlich so ein bisschen von Knaller durchgezockt von Eddie und Nils abgucken. Das heißt, wir werden uns in eine Kluftheit schmeißen weitgehend, dass wir so ein bisschen der Stimmung entsprechend angepasst ist. Also mal, was ich letztens bei Dark Souls anhatte, das werde ich tragen auf jeden Fall. Aber wir werden halt auf dem Sofa die Kamera hinstellen, dass wir halt wirklich beides gleichzeitig aufnehmen und dementsprechend halt so arbeiten wir jetzt halt dort. Das würde ich sagen, das würde am meisten Sinn machen. Ja. Bei Dark Souls würde ich sogar gerne diese Aktion mit übernehmen. Wer stirbt, gibt den Controller ab. Aus dem einfachen Grund, weil man da halt verdammt oft stirbt. Das können wir bei Skyrim auch machen, aber dann... Da stirbt so gut wie kaum einer, ey. Nee, ich kenne dich. Wir gehen in die erste Ruine und du stirbst direkt. Ja, also ich habe aber letztens mal angezockt und habe sie alle fertig gemacht. Ich habe sogar den fucking Bär gegriffen. Du hast auf einfach gespielt. Ich habe den fucking Bär besiegt. Ich habe nicht auf einfach gespielt. Doch. Nee, ich habe gesagt, ich bin auch keine Pussy. Ich habe dann sofort hier auf 2 Stufen runtergemacht. Nee, ich habe die mittlere Stufe. Ich mache immer die mittlere Stufe. Das müssen wir übrigens auch noch ausdiskutieren, auf was für eine Schwierigkeitsgrad wir spielen. Ja, aber das müssen wir jetzt nicht hier machen. Jetzt gucken wir mal. Gut, das glaube ich, soll erstmal. Hör auf, deiner Katze Angst zu machen. Und, die ist verstört genug. Wäre ich aber auch mit so einem Härchen. Was meinst du? Kommt langsam. Vielleicht nicht morgen. Aber irgendwann bestimmt. Den kann man nicht ernst nehmen, Leute. Okay. Soll ich was zu erzählen? Nö. Haben wir noch was zu erzählen? Ja, vor uns muss ich dann mal später. Die ganzen Projekte haben wir angesprochen. Wenn ihr Ideen habt, was wir jetzt playen können, Kommentare schroten.
Ich will auf jeden Fall wieder dieses mein Let's Talk will ich auch wieder auf jeden Fall ins Leben rufen. Ich habe auch schon ein Spiel rausgesucht, worüber ich labern will. Und Let's Play Randomness ist auch in Planung. Das steht auf jeden Fall an. Ich guck mal, was für lustige Spiele man im Internet finden kann, die man aufnehmen könnte. Und ich werde auch versuchen, ein Programm zu finden, womit man halt den Ton aufnehmen kann. Und, da fällt mir gerade ein, man hat mir empfohlen, einem Netzwerk beizutreten. Weil Let's Plays halt eine sehr bestrittene Sache sind. Ich darf es normalerweise gar nicht zeigen ohne die Erlaubnis von den Publishern. Und dieses Netzwerk kann mir halt diese Erlaubnisse einholen. Das Problem ist natürlich dann, ich bin halt nicht wirklich relativ bekannt. Und wenn ein das Netzwerk dann den Publisher fragt, wird höchstwahrscheinlich 5000 Mal Nein kommen. Worauf ich halt, was halt ziemlich scheiße ist. Bevor ich halt Schiss habe. Weil ich dann halt noch weniger präsentieren kann halt. Das ist immer das Problem. Ich kann dann wirklich nur diese No-Name-Games, wo es dem Publisher vollkommen egal ist, wer das Let's Play hat, oder es wird mal gezeigt oder sowas. Das interessiert dann euch wahrscheinlich nicht und ich bin sowieso ein Zocker. Der ist schwer zu beeindrucken. Ich bin wirklich schwer. Ja gut, ich sag's mal so, bei mir reicht's eigentlich, wenn ich einen Computer hab oder eine Konsole, ein schönes Rollenspiel oder sowas in die Richtung und das reicht mir. Ja, aber du willst auch kein scheiß Rollenspiel, wo du ja, plumpes Button-Smashing hast. Nein, natürlich nicht. Und ja, das ist Chico. Chico! Chico, geh runter von mir. Ein Katze. Ne? So, zum Abschluss haben wir noch eine süße Katze im Bild. Das ist super, jetzt kriegen wir gleich viel mehr Klicks. Ne? Klar, weil eine Katze ist gleich 100 Klicks verschafft. Ja, eine Katze, eine süße Katze. Guck dir die Katze an, die Katze ist süß. Und nervtötend. Hau ab. Oh ja. Gut, ja, ich würde sagen, das reicht. Wenn ihr noch mehr Informationen habt, wie gesagt, in die Kommentare schroten. Bei Facebook anschreiben oder was auch immer. Wir werden das auf jeden Fall durchlesen, weil es irgendwie viele Kommentare sind. Da gibt es also nicht viel zu lesen. Daher könnt ihr euch sicher sein, dass ihr hundertprozentig eine Antwort von uns kriegt. Und gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wiederhole mich zum 5000. Mal. Wie gesagt, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss. Haut rein. Was wird das? So. Ah, super!